Hauptseminar Wissenschaftliches Arbeiten. Thema Einführung in die Recherche 3. Die elektronische Zeitschriftenbibliothek. Wie bereits in den vorangegangenen Videos der Reihe erwähnt, ist das sorgfältige Recherchieren von Informationen die Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten. In diesem Tutorial wird die Elektronische Zeitschriftenbibliothek oder kurz EZB vorgestellt und wie Sie die EZB in Verbindung mit dem Datenbankinfosystem für Ihre wissenschaftlichen Recherchen einsetzen können. An der Universität in Regensburg wurde 1997, 2 Jahre lang, ein Projekt vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert. Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Projektpartner bei der Umsetzung war die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München. Weitere Förderungen erhielt das Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Heute beteiligen sich nahezu alle wichtigen Universitäts- und staatlichen Bibliotheken Deutschlands an der EZB. Und sogar berühmte ausländische Bibliotheken, wie zum Beispiel die amerikanische Library of Congress, gehören zu den teilnehmenden Institutionen. Die EZB ist eine umfassende bibliografische Datenbank zu elektronischen Zeitschriften und alle in der EZB geführten Zeitschriften sind grundsätzlich im Volltext online abrufbar. Um Missverständnisse zu vermeiden, die EZB stellt selbst keine Aufsätze bereit, jedoch können Sie über die EZB zu Zeitschriften gelangen, die den gewünschten Aufsatz vorhalten. Einsehen können Sie die Zeitschriften jedoch nur, wenn Ihre Bibliothek eine Lizenz erworben hat und Sie dadurch die Möglichkeit eines begrenzten Zugriffs auf die jeweilige Zeitschrift zur Verfügung gestellt bekommen. Im günstigsten Fall lässt sich nach einer Recherche der gesuchte Artikel zu Forschungszwecken auf den eigenen Rechner herunterladen. Veranschaulichen wir uns das mit einem Beispiel. Angenommen, Sie suchen Informationen zum Andante der bekannten Sonate-Fahrtstille für Klavier KV 545 von Wolfgang Amadeus Mozart. Dann müssen Sie zuerst recherchieren, ob es zu diesem Thema überhaupt wissenschaftliche Aufsätze gibt. Dazu können Sie in Speziallexika zu Mozart, in den Bibliografien der Musiklexika MGG und New Grove sowie in Literaturverzeichnissen neuerer Mozart-Monographien und Biografien nachschauen. In diesem Video beschreiten wir 2 andere Wege, die ausführlich in den vorangegangenen Videos vorgestellt worden sind. Die Suche im Datenbankinfosystem, kurz DBIS, und im Online-Archiv JSTOR unter Verwendung der Operatorensuche mit einer Suchmaschine wie DuckDuckGo oder Google. Der erste Weg führt uns zum Datenbankinfosystem. Auf den Seiten der BSB gehe ich zuerst auf Recherche und Service, Suchen und Finden, Datenbank finden mit dem Suchbegriff Musikwissenschaft. Dann suche ich nach dem RILM, eine Datenbank, die auch bereits in einem vorangegangenen Video erläutert worden ist. Zum RILM erhalten wir Zugang wiederum nur über eine Bibliothek. In meinem Fall wären das die Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater München oder die Bayerische Staatsbibliothek. Im RILM können wir in den Suchfeldern nach dem Langsamsatz der Fahrtstille-Sonate suchen. Gleich der erste Fund passt genau zur Sucheingabe. Und über den SFX-Button können wir uns die Verfügbarkeit anzeigen lassen. Ein Klick auf den ersten Link führt uns zum Online-Archiv JSTOR, wo wir eine PDF-Datei zum Beitrag downloaden können. Der zweite Weg führt uns übrigens etwas schneller zur JSTOR-Seite. Dafür dauert der lizenzierte Download etwas länger. Hierzu geben wir in eine Suchmaschine ein site://jstor.org Mozart 545 Andante und suchen damit über die Suchmaschine direkt in dem Online-Archiv JSTOR.
Der erste Fund hier führt uns dann genau zu der Seite, die wir auch über Debes gefunden haben. Allerdings haben wir noch keinen lizenzierten Zugang. Im Moment könnten wir diesen Aufsatz nur kostenpflichtig erhalten. Der Aufsatz zum langsamen Satz heißt Motive and Structure in the Andante Movement of Mozarts Piano Sonate K545. Er wurde von David Beach geschrieben und 1984 in der Zeitschrift Music Analysis veröffentlicht. Genau genommen in der dritten Ausgabe des dritten Jahrgangs, der die Seiten 227 fortfolgende enthält. Den Titel der Zeitschrift kopiere ich mit STRG C oder auf einem Mac mit Command C in die Zwischenablage. Anschließend rufe ich die elektronische Zeitschriftenbibliothek über einen Zugang meiner Bibliothek auf. Dort gehe ich auf Recherche und Service, Suchen und Finden, Zeitschriften, elektronische Zeitschriftenbibliothek und kopiere in das Suchfeld den Namen der gesuchten Zeitschrift hinein. Und siehe da, die BSB hat eine Lizenz erworben und stellt mir einen kostenlosen Zugriff auf das Online-Angebot dieser Zeitschrift bereit, was sich an dem gelben Punkt der Ampel erkennen lässt. Bei der Recherche in der EZB zeigen Ihnen die Ampeln an, ob Sie Zugriff auf eine Quelle erhalten können oder nicht. Der grüne Punkt steht dabei für eine freie Verfügbarkeit im Internet. Der gelbe Punkt besagt, dass die Quelle über das Internet nur kostenpflichtig einsehbar ist, dass aber ein lizenzierter Zugang über die Bibliothek vorgehalten wird, oftmals verbunden mit kleineren Einschränkungen, zum Beispiel, dass die neuesten Ausgaben geschützt sind. Beim gelb-roten Punkt sind oftmals nur einige wenige Ausgaben einsehbar und wenn die Ampel ganz rot ist, dann hat man Pech. Dann ist der gewünschte Aufsatz auch über die Bibliothek nicht kostenlos verfügbar. Beim Klicken auf den Link zur Zeitschrift, die Login-Seite erscheint jetzt übrigens nicht mehr, weil wir uns schon vorhin authentifiziert haben und der Cookie der BSB noch in meinem Browser-Cache gespeichert ist, können wir zu der gesuchten Ausgabe navigieren. Sie erinnern sich, der Aufsatz war im Jahrgang 1984 erschienen, und zwar in der dritten Ausgabe, die Seiten 227 fortfolgend enthält. Und genau in dieser Ausgabe finden wir den Beitrag, den man nun online lesen oder nach einer Bestätigung, dass man mit dem Aufsatz nichts Illegales anstellt, auch als PDF-Datei herunterladen kann. Ich hoffe, Sie haben in diesem Tutorial eine Vorstellung davon bekommen, welche Erleichterung die elektronische Zeitschriftenbibliothek für das wissenschaftliche Recherchieren und das Erreichen von digital verfügbaren Aufsätzen darstellt. Im nächsten Tutorial zum Thema Recherchieren geht es um die Bereitstellung von Dokumenten, die mit einer roten Ampel gekennzeichnet sind. Diese sind zwar nicht kostenlos, aber für ungefähr 6 Euro ohne größeren Aufwand beim Dokumentenlieferdienst Subito bestellbar. Falls Sie Wünsche oder Anregungen zur Verbesserung haben, schreiben Sie mir unter kontakt@oer-musik.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.